So, wir sind in Kapitel 7 angekommen und ich würde sagen, let's go. I thought I sensed something, but maybe not. Any NGO copy? Thank you. Was it protecting us? Yeah, probably. Looks like it's degrading. Poor thing. Does this mean Angeal is out there too? It was so, I don't know, sad. What did you come here to do? So, a flower wagon. Let's make one. Yeah, but... Don't worry. Can you hear me? Stay right where you are! I'll take care of things. So, that flower wagon. Let's do it. Come on, Zach. Come this way. Yeah. Hey, Aerith. When the wagon's done, will you go above the plate? Yeah. But I'm still a little scared. So first, I'll fill the slums with flowers. Oh, come on. When you go above, I'll be with you. Don't be afraid. Zach, thank you. Right. Now that that's done, let's get this wagon built. I'll go gather the materials. Aerith, you wait here. Yep. Nice. Ich frage mich immer noch, wie dieses Ding diese Tür öffnen konnte, aber hey, ich glaube, das tut nichts zur... Hi, Aerith. Ich kann dir einfach wenige Wünsche abschlagen. So, wie sieht's denn aus hier? Sisney, mein Schatz. Kunzel. Na, wo steckst du? Soll ich mal raten? Bestimmt bei diesem Mädel namens Aerith, nicht wahr? Ha, erstaunt. Ich sagte dir doch, ich habe meine Ohren überall. Du brauchst mir kein Wort zu sagen und doch weiß ich alles. Will heißen, du kannst vor mir nichts verbergen. Aber so ist das unter guten Freunden, oder? Also, wende dich einfach mit allem an mich, was dir auf dem Herzen liegt. Du kannst mir deine Sorgen ruhig anvertrauen. Bin ein guter Zuhörer. Yeah.
Sisney! Seit dem Verschwinden von Lazard herrscht bei Soldat sicher völliges Chaos. Da Direktor Shinra sich nicht anders zu helfen weiß, brummt er uns Turks die ganzen Aufträge auf. Mein Urlaub haben sie mir einfach gestrichen und ich schiebe eine Überstunde nach der anderen. Und dass das neulich kein Freizeitvergnügen für mich war, hast du sicher auch bemerkt. Tut mir echt leid. Wie geht's dir in letzter Zeit? Du bist sicher erschöpft. Wie wär's mit einer weiteren Auszeit am Meer? Wer gute Arbeit leisten will, muss sich ab und zu eine Pause gönnen. Auf jeden Fall. Ich bin immer noch dafür, dass wir nach wie vor bin ich dafür, dass wir Aris ditchen und mit Cisne eine Affäre eingehen. Obwohl, sind wir eigentlich offiziell mit Aris zusammen? Nein, sind wir nicht. Ich bin jetzt gerade am überlegen, weil wir haben natürlich wieder einiges an Missionen. Ich habe allerdings ja erst sehr viele Missionen gemacht, aber wir haben noch so viele, die wir tun müssen. Was haben wir denn hier? Großoffensive, Stufe 4. Ja, komm. Ich kann mir einfach nicht helfen, aber die Missionen sind für mich teilweise doch deutlich spannend. Eine neue Map, nice. Sind für mich tatsächlich deutlich spannender wie das Hauptgame, wenn ich das mal so sagen darf. Und wie man es natürlich kennt von mir, eine Seonuss. Nice. Keine Ahnung, wie lange schon nicht mehr gezockt dieses Game, deswegen muss ich erstmal reinkommen. Königsfeder, auch sehr nice. Super Trank. Ist da noch was für mich? Nö? Okay, cool. Ich kann mich an diese Map überhaupt nicht mehr erinnern, wenn ich ehrlich bin. Okay, cool. Finde ich aber gut, dass es diese Map gibt tatsächlich. Kann ich hier rein? Ich kann hier rein. Hi, Zack. You have a nice face. Activating combat mode. Ja, okay. Okay. Ja, ich muss kurz noch mal hier. Ihr wisst es. Mal wieder reinkommen hier ins Game. Doch wenn ich einmal drin bin, gibt es kein Halten mehr. Oh, nice. Das sieht alles sehr gut aus. Aha. Wirbelattacke, wundervoll. Moment, habe ich. Ach so, in dem Raum ging es weiter. Das habe ich natürlich so nicht nicht registriert. Es ist natürlich etwas schwierig hier in diesem Schiff den Gegnern auszuweichen. Auch der Typ schon wieder. Udim! Das sind nice SP. Wir hatten alle Kisten, oder? Müsste. Ja, sicherlich. Fuck off, man. Und es ist ja nicht so, dass sich großartig jemand beschwert, deswegen werde ich einfach das tun, wozu ich Bock habe in diesem Game. Sturm auf feindlichem Boden. Yeah, wir werden instantly weitermachen hier. Ich werde mir so lange Zeit für dieses Game lassen, wie ich Bock drauf habe. So, hier haben wir drei Kisten vor uns. Okay. Wir gehen erstmal nach hier lang. Schnabulieren uns erstmal diese Kiste.
Ja, was soll ich sagen? Für ein Elixier bin ich immer zu haben. Okay, da unten ist der Boss. Das heißt, die Kiste könnte entweder da hinten sein oder beim Boss direkt. Hier ist zumindest mal nichts. Hier kann ich nicht rein. Ja. Dann werden die restlichen zwei Kisten wahrscheinlich beim Boss sein. Ach, der Typ, Alter. Der Klappspaten. Kiste 1. Beziehungsweise Kiste 2. Und da hinten. Ja. There it is! Ja, sicherlich. Der G-Klingenschwinger, Alter. Fuck you. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Okay. Activating combat mode. Du, Odin, nice. Geil. Ja, Odin ist natürlich immer geil. Sauber. Sau-Bär. Ja, nice. So, was haben wir noch Schönes? Großoffensiv, Vereitelung feindlicher Pläne. Yeah. Let's do this. Okay, ziemlich... Ah ja, ich wollte gerade sagen. Ziemlich weitläufiges Gebiet, aber nope. Not this time. Ah, oh, der scheiß Wachskorpion. There you are. Bronzearmband, wundervoll. Okay, my friend. Du hast auch wieder HP, wie scheiße, Alter. Okay. Rätsel der Welt. Ah, wir haben die Strandmission freigeschaltet. Nice. Ich hätte gern Sisney freigeschaltet, aber... You know. Oh yeah. Es ist zumindest eine Questline von ihr. Costa del Sol. This is the vacation I deserve. Huh? What the? Hey, you! Then come back again! Do something! Dang it! I'm on vacation here. Ja, normal, ne? Was habt ihr mit meiner Sisney gemacht, ha?
Was halt auch ziemlich lol wäre, wenn wir die den Sonnenschirm als optionale Waffe freischalten könnten, so als Skin quasi. Wäre auch geil. Looks like I got all of them. And now back to relaxing fun and sun. Right. Let's start with squats. Mein Urlaub habe ich mir anders vorgestellt. Ganz anders sogar. Aber hey, wir haben ja noch mehr Urlaub. Diesmal wirklich. Schauen wir mal. Oh yeah! Here at last, Costa del Sol. This is the vacation. Ist doch immer der gleiche Text, ne? Huh? What the? Soggy, they're coming out of the sea! Neu. Believe this. Has the water become so foul here that Sahagin have begun to spawn? Dang it! I'm on vacation here. Activating combat mode. Conflict resolved. All right. Looks like I got all of them. And now, back to relaxing fun and sun. Right. Let's start with squats. Bitte, bitte Urlaub. Let's look at that. Dann haben wir die Urlaub-Quest leider auch schon wieder erledigt. Das ging schnell. Aber gut, sind ja auch nur drei Missions. Ja, passt schon. Ja, yeah, aha. Du bist nicht Cisne. Naja. Dang it. I'm on vacation here. Activating combat mode. Alter. Conflict resolved. Vaporisator vaporisiert, möchte ich meinen. Alright. Aha, ja, mhm. Ja, ist immer der gleiche Text, ne? Ist natürlich sehr, sehr einfallsreich, Square Enix. Sehr einfallsreich. Tatsächlich kann es aber sein, dass es noch mehr Urlaubsquestlines gibt. Das ja. Yes. Ich hoffe, das schalten wir noch frei. Der Sonne hinterher. Mhm. Urlaubsbedarf. Nee, why not? Urlaub die vierte. Huh? What? Professor Hojo's lab monsters have escaped and are on the loose. Why does he insist on bringing lab monsters on his vacations? Dang it! I'm on vacation here. You're in for it now. Prove your honor to me. Resolved.
Looks like... And now... Right. Wo ist Sisney, verdammt? Ich möchte Urlaub mit ihr machen. Nicht mit diesen hässlichen Vögeln. Erhöhter Urlaubsbedarf. Sure. Vielleicht klappt es ja beim fünften Anlauf, wer weiß das schon. Kieran, this is... Huh? Just look at those creepy bottom feeders. At this rate, the brand image of Shinra Resorts will be ruined. Dang it! I'm on vacation here. Activating combat Alter, nimmt es auch mal ein Ende hier, hey, Junge. Alter Schwede. Aber ich verwette mein Hintern darauf, dass so viel Action schon lange nicht mehr in Costa del Sol stattgefunden hat. Der Sand müsste sich grün vor lauter Insektenblut gefärbt haben. Damn, das waren an die 100 Stück, ey. Vielleicht waren es auch 1000, ich weiß es nicht. So, die werden wir definitiv später machen. So, ich möchte nämlich noch ein bisschen Story weitermachen hier in diesem Part. Immerhin haben wir ein Level-Up kassiert, das ist nice. You're gathering materials, right? I'll be tending to the flowers.
So machen wir es, mein Schatz. Tatsächlich haben wir schon einen... Ich wollte nicht mit dir quatschen. Also, ich quatsch immer gern mit dir, aber, you know. Tatsächlich haben wir die meisten Materialien schon. Was ist das? Now you behave yourself. Ah. Ja, mein Haustier. Oh. Was ich auf jeden Fall jetzt kurz machen möchte. Wir müssen zurück ins Shinra-Gebäude und... Yeah. What the fuck? Was wollt ihr Typen, Mann? There's more of you. Well, what are you waiting for? Activating combat mode. Yeah. Flakbot, Alter. Geht mal flacken, ey. What are these? A new automated weapon. They detect and attack monsters. Arms Development deployed them. They're Midgar's anti-genesis copy measure. The copies inside Midgar have mostly been eliminated by them. Hmm. Impressive. But then why did they attack me? What? They can't tell the difference between me and a monster? No, not currently. How annoying. They'll fix it eventually. By the way, Tsung, you're annoying too. You were spying on Aerith, right? What? No comment? Turks take care of Turk business. If you want to go play with Aerith, you're welcome to do so. Hey! I'm not playing. I'm fulfilling my duties as soldier to protect... Hey, mister! I heard you're making a flower wagon. Make it real fancy, so Aerith will be surprised. Wait, wait! This is for... to protect Aerith. Hey, Tsung! Let's see. The stuff we're still missing is... tools, wood, tires, instructions. First, I think we should get some tools. We might find some on the ground here. Around here, there's some perfectly useful stuff just lying around. Hey, found something. Das weiß ich noch nicht, ob ich das haben möchte. Tatsächlich müssten diese Viecher ja dann eigentlich alle Leute in der Stadt angreifen, oder nicht? Oder geht's da nur mir so? So, wir kaufen mal. Oh, yeah, wir kaufen. Yeah. Ach komm, was soll der Geiz? Die Dinger kosten ja nichts. So, okay. Wir müssen bestimmte Kriterien erfüllen, um einen Wagen zu bekommen. Ich glaube, ich habe die meisten Items davon tatsächlich schon. Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Eins möchte ich mir tatsächlich noch abholen. Diese Dinger brauchen wir auf jeden Fall. Es gibt nämlich einen normalen Wagen, es gibt einen süßen Wagen und es gibt einen, was war's? Einen Shinra-Serviertisch. Tatsächlich könnten wir den Shinra-Serviertisch machen, weil wir haben alle vier Zutaten dafür. Zutaten im Sinne. Das müsste der normale Wagen sein. Nein, das ist der zweite, der süße Wagen. Walnussholz, Mithrilwerkzeug, da fehlt mir noch ein Rennreifen, den möchte ich ganz gerne mir holen. Tatsächlich ist es, glaube ich, aber auch egal, welchen Wagen wir nehmen. Es gibt natürlich
Ich denke mal, es gibt diverse Reaktionen vielleicht von ihr. Hey, found something. This camera's all busted. Probably not in working condition. Hm? There's a name on here. T-S-E-N-G? How do you read that? Zack, du bist echt dumm. Habe ich die Kamera jetzt bekommen, oder? Ist das einfach nur so ein bisschen, um Zack seine Dummheit weiter herauszufiltern? Es geht ab. I used to have a friend. They claimed he was the Shinra president's son. It sounds like a made-up story to you, right? But his claim wasn't totally groundless, because a woman who was once the president's lover actually lived in the slums. Skandalös! Was haben wir hier? Hey, found something. What is a trooper helmet doing around here? Could it be that under this dirt, these are the slums, all right? Ja gut, kann man mal machen, ne? Hey, found something. Oh, that's a good find. It'll come in handy, I'm sure. Yeah. Good job, mister. Huh? You found some good stuff. With those tools, you can make a flower wagon. Or even a Shinra mech. We should get some wood next. Something that's really sturdy. But looks kind of nice, too. Hmm. Wood, huh? Could we find some just lying around? Oh, over in the slums market. I saw some wood near that shop. Oh, hold on a minute. What was it? In the slums market, there's some wood lying around or something? I don't remember that. Es tut mir leid, aber hier ist Holz ohne Ende. Warum sich die Mühe machen, extra auf dem Markt danach zu kruscheln? Naja. Das Spiel macht sich gerne sehr kompliziert. You found something of value on my turf, hey? You got a lot of guts. I'll give you that. It's all good. First come, first serve. That's the law of the slums. If you're looking for that boy, he went towards the market. Picking up some wood, he said. Ich weiß. From what I hear, there was once a picture-perfect Midgard dream that came true. It was a romance between a waitress and the president of Shinra. Oh, what I wouldn't do for that kind of drama in my life. Das können wir in der Tat einrichten, wir beide. Es geht jetzt schon wieder um das Shinra-Newsletter. Folgende Personen sind im Dienst für Shinra gefallen: Lazard Deusericus, Deusericius und Hollander. Ich glaube nicht, dass sie gefallen sind, aber hey. Fake News verbreiten sich schneller, wie man glauben möchte. This is the Sector 5 slums. You won't find much economic growth here. From the slums market, you can make your way above the plate. Kannst du mir was Neues erzählen? Lately, the Shinra Company seems to be having a lot of problems. I heard that in Junon, a bumbling first let a criminal get away. Well, I guess it has nothing to do with us, really. In der Tat. Actually, I have a girl back home. Even after moving here, I write to her all the time. I really want to see my girl, but Nibelheim, it's just so far away, you know? Doch nicht etwa. Uncle lives in a shiny golden house. Tifa? His job is being a don. He's nice to girls, and he's very handsome. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich habe mit der Tussi schon mal geredet. Nein, er ist nicht handsome. Zumindest ist er kein Hingucker. That boy is gone. I wonder where he went. He's gone. Was geht bei dir? I heard fan club members will soon be receiving exclusive rare photos of Sephiroth. But isn't it amazing? How did they manage to get photos of Sephiroth? It must be the chairwoman's work.
I'm thinking that she must have a close relationship with Sephiroth. To be close with Sephiroth, I'm so jealous. Oh, new mail already. Geil. Erinnerung des Silberwindes. Selbst Sephiroth, der es vorzieht, alleine zu arbeiten, hatte einst zwei gute Freunde. Wir wollen euch heute mit einer kleinen Episode aus dieser Zeit erfreuen, die euch sicher zum Schmunzeln bringen wird. Die drei liebten es, im Trainingsraum ihr Unwesen zu treiben, doch um ihre Ehe als erste zu wahren, taten sie dies immer nur heimlich, wenn die Zweiten ihr Training beendet hatten. Dann stellte sich einer mit einem Dummapfel auf den Kopf in den Raum und die anderen zwei warfen aus einiger Entfernung ihr Schwert, um ihn zu spalten. Und jedes Mal soll Sephiroth gewonnen haben, der den Apfel stets präzise in der Mitte teilte. Yeah. Piercing an apple with his Masamune? He's such a bad boy. But I love that about him. Yes, I do. Das Ding ist, sein Schwert ist so lang, Alter, und der Raum ist so klein, er musste es nicht mal werfen. Er musste einfach nur die Hand ausstrecken. Hey! Where did he go? Did he go home already? Yes, back to jail, I would say. Eine halbe Stunde ist immer sehr schnell um. Oder sowas um die Richtung von einer halben Stunde, deswegen, haben wir heute natürlich wieder nicht so wirklich viel erreicht, aber who cares? Peace.